Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Gesprächs- und Vortragsreihe mit Kultur wird's lebendig in der Pellemühle in Wittmund. Ich freue mich, heute Dr. Walter Baumfalk zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Herr Dr. Baumfalk. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Baumfalk ist einer der ausgewiesenen Experten für die regionale Kunst. Er hat sich in den letzten 10, 20 Jahren sehr intensiv mit der regionalen Kunst beschäftigt und hat unter anderem ein Lexikon erstellt, das jetzt in der zweiten Auflage vorliegt. Dr. Baumfalk, Sie sind ja von Haus aus Jurist, sind Richter am Landgericht in Aurich gewesen, lange Zeit. Wie kommt man von der Jurisprudenz zur Kunstgeschichte, zur regionalen Kunstgeschichte? Ja, ich bin da weniger zur regionalen Kunstgeschichte gekommen, sondern mehr zur regionalen Kunst als ein reales Geschehen. Ja, es war so, wir hatten, meine Frau und ich, 1980 gebaut. Meine Frau war auch Richterin. Und als wir unser Haus bezogen haben, waren unsere Wände frei. Wir hatten insgesamt 4 Bilder, eine sehr schöne Kopie von Monets Garten von Giverny und 3 Bilder des ostfriesisch-oldenburgischen Malers Gerd Gramberg. Wir hatten diese Bilder mal ja, zufällig bei einer Ausstellung in Kretzil gesehen und erworben und naja, wir brauchten jetzt ja weitere Bilder und diese Bilder gefielen uns sehr und haben dann beschlossen, uns noch etwas mehr mit den Künstlern, mit den einheimischen Künstlern zu befassen. Haben dann Ausstellungen besucht und haben Künstler kennengelernt. Und wir haben dann alsbald festgestellt, dass wir hier in Ostfriesland, in anderen Regionen wird das ähnlich sein, ein doch sehr reges Kunstschaffen haben, sehr vielfältiges Kunstschaffen, was aber oft nicht so bekannt ist. Und vor 40 Jahren, so 1980 herum, war die regionale Kunst hier in Ostfriesland völlig unbekannt von 3, 4 großen Namen wie Poppe Volkerts, Klein von Diepold, Trimborn mal abgesehen. Und sie wurde doch sehr abwertend beurteilt. Naja, regionale Kunst, immer doch leicht mal mit nur Windmühlen und Kuttern in Verbindung gebracht oder aber auch schon überhaupt als mehr als Hobbymalerei gesehen. Und wir haben also alsbald zu der Erkenntnis gekommen, dass sie diese regionale Kunst nicht den Stellenwert hatte in der allgemeinen Öffentlichkeit, von einigen Interessenten ja immer mal abgesehen und Kennern, keinen solchen Wert, der ihr eigentlich zukommt. Und wir haben beschlossen, dann mit unseren bescheidenen Möglichkeiten etwas dazu beizutragen, diese Wertschätzung vielleicht deutlich werden zu machen in der Öffentlichkeit. Und wir haben dann zunächst einmal sehr intensiv Kontakt gesucht zu Künstlerinnen und Künstlern der Region. Und so bei Ausstellungseröffnungen beispielsweise haben sehr schnell persönliche Kontakte anknüpfen können, haben Künstler in ihren Ateliers besucht, Künstler auch zu uns eingeladen und wir sind mit sehr vielen Künstlern doch gut bekannt geworden. Mit einigen sind wir auch sehr eng befreundet. Ja, das war so das eine. Und dann natürlich haben wir Bilder erworben und haben dann beschlossen, uns eine Sammlung aufzubauen, in der wir die Vielfalt der bildenden Kunst, die hier in Ostfriesland entsteht, zu dokumentieren. Und das haben wir dann sehr intensiv verfolgt und sind dann doch und haben dann im Laufe der Jahre doch eine relativ große Sammlung, zum Schluss waren das über 600 Arbeiten, dann aufgebaut. Und dann kam natürlich auch dazu, dass man nun etwas auch mehr wissen wollte von den einzelnen Künstlern, auch überhaupt
über die Entwicklung der Malerei hier in Ostfriesland, gerade dieser aktuelleren, zeitgenössischeren Malerei. Ja, und so kam dann eins zum anderen, bis wir beschlossen haben auch, das war schon meine Frau und ich, schon, also vor über 30 Jahren, so irgend so etwas, so ein Lexikon zu schreiben. Und wir haben dann auch ein großes Archiv aufgebaut und natürlich immer mehr vergrößert. Ja, und so sind wir da reingewachsen eigentlich. Und zwar auch, um neben unserer richterlichen Tätigkeit, auch meine Frau war Richterin, auch uns doch einen ganz anderen Kreis und auch ein Interessengebiet daneben aufzubauen, was man eigentlich auch zum Ausgleich natürlich auch für die richterliche Tätigkeit braucht. Ja, und so sind wir denn zur bildenden Kunst. Aber nicht zur Kunstgeschichte, das habe ich noch etwas betrieben. Ja. Als ich in den Ruhestand gegangen bin, war ich so für 4-5 Jahre lang noch so Kursstudent an der Uni Bremen und habe da dann etwas, ja, nicht Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft betrieben, ja. Ja. Das also auch technische Dinge umfasst. Aber erstmal die Frage Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft mal ganz zurückgestellt. Nochmal zurück zu dem Aspekt regionale Kunst. Sie sagen, Sie haben sich seinerzeit mit Ihrer Frau gemeinsam für die regionale Kunst entschieden und interessiert, haben eine Sammlung aufgebaut, die ja jetzt auch in Aurich eigene Räume bekommen hat vor einiger Zeit. In Emden, im Landesmuseum. Landesmuseum. Macht die Unterscheidung in regionale Kunst und ja, nationale Kunst, ich weiß gar nicht, wie die Steigerung von regional eigentlich aussehen soll, macht die eigentlich Sinn aus Ihrer Sicht? Sie sind ja nun ganz nah dran, haben Sie ja gerade erzählt an den Künstlern. Macht das irgendeinen systematischen Sinn? Also das macht schon Sinn, weil die bildende Kunst ja da ein Teil unserer Kultur ist, und also auch dann der regionalen Kultur. Und man muss sie dann auch im Zusammenhang sehen mit anderem, was an regionaler Kunst entsteht oder entstanden ist. Wir haben ja auch bedeutende, gerade auch einige Frauen, Frau Ulfers oder Frau Siefkes als Schriftstellerinnen, ja, natürlich. Ja. Wir haben Liedermacher, wenn ich an Hannes Flessner denke, den ich auch noch persönlich auch kennengelernt habe. Wir haben das, wir haben plattdeutsche Theatergruppen, Volkstanzgruppen. Und zu alledem, was eine Region ausmacht, gehört auch eine regionale Kunst. Natürlich ist das ein Begriff, ich werde manchmal gefragt, Sie befassen sich mit ostfriesischer Kunst. Ich sage, ostfriesische Kunst, das kann man so nicht sagen. Ja, ja. Nicht? Die Maler sind ja, oder Malerinnen, die Künstlerinnen sind ja sehr unterschiedlich in Themen, auch Bereichen und in Stilen. Das kann man nicht, da gibt es keinen speziellen, das ist allgemeine Kunst. Ja. Aber die Kunst, die hier auf die Region bezogen ist, ist denn doch wieder eine etwas andere, als wenn man, sagen wir, Ruhrgebiet-Künstler haben, die also sehr von ihrem Raum sehr geprägt sind. Ja. Und so sind die bildenden Künstler hier auch oft von der Region, der Landschaft geprägt, sind zu einem nicht unerheblichen Teil sogar wegen der Landschaft und wegen der Region überhaupt von außerhalb da aus Friesland gekommen. Das wäre mal ein Plädoyer gewissermaßen dafür die Tatsache, dass die Umgebung, in der Kunst entsteht, natürlich auch ihre Wirkung auf das hat, was da entsteht. Es muss jetzt nicht, wie sagten der Kutter oder die Windmühle oder die Kuh auf der Weide oder das tosende Meer sein. Aber Atmosphäre, Motive, Sichtweisen, Perspektiven, die drängen sich ganz einfach regional auf. Und ich denke, jemand, der in Bad Tölz arbeitet, wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal einen Berg auf seinem Bild haben. Ja, natürlich. In der einen oder anderen Weise. Ja, aber da sind wir auch sehr schnell dahinter gekommen, auch wenn wir, oder haben wir das sehr schnell festgestellt, auch wenn wir uns bewusst auf regionale Kunst
besonders uns darauf eingestellt haben, auch um Künstler und Künstlerinnen persönlich kennenlernen zu können. Die Themen sind nicht eben nur jetzt landschaftsbezogen. Ja. Die Themen können sehr weit verbreitet sein. Ja. Alles das, was sonst auch anderswo oder auch in den Zentren gemacht wird, empfunden wird, auch in der bildenden Kunst. Und das ist hier bei den Künstlern natürlich auch. Nicht? Und es ist auch nicht nur, wie man immer so manchmal zunächst meint, wenn man von regionaler Kunst spricht, so Heimatmaler. Ja, ja, nicht? Ja. Also das ist ein Wort, was ich, weil so ein Beigeschmack hat, eigentlich ja gar nichts Schlimmes ist, aber einen Beigeschmack hat, auch gar nicht verwende, regionale Kunst. Die Künstler, überwiegend auch in dem Lexikon, sind ja professionelle Künstler, haben also irgendwo studiert, auch im Ausland studiert. Die bringen ja alles das mit, was ein Künstler, der anderswo lebt, ja überwiegend auch hat. Als Sie haben vorhin ein Datum genannt, 1980, so ein ungefähres Datum. Ja. Und Sie sagten, zu dem Zeitpunkt sei es rein quantitativ, wir reden jetzt immer nur von der Quantität, nicht von der Qualität, rein quantitativ nicht so gut um die regionale Kunst bestellt gewesen. Also einige wenige Namen hätten da eine Rolle gespielt. So. Das ist jetzt 40 Jahre her. Ihr Lexikon umfasst aber ungefähr 400 Namen. Ja. Was ist denn, da haben Sie natürlich umfangreiche Recherchen angestellt und die Namen, der Titel Ihres Buches ist auch 20. und 21. Jahrhundert. Also es zieht sich ja weit über die Zeit seit 1980 hinaus. Was hat sich denn in der Zeit seit 1980 in der regionalen Kunstszene getan? Ich nehme mal an, dass es jetzt mehr Namen sind, die heute eine Rolle spielen und die die Kunstszene prägen, als es vor 40 Jahren der Fall war. Ja, das wird sich so eigentlich gar nicht verändert haben von der Substanz her, sondern von der Öffentlichkeit her. Mhm. Es hat immer eine Vielzahl, vielleicht nicht so viele wie jetzt, das hängt auch mit der Flexibilität, auch der Lebensweise und so zusammen. Aber es hat immer eine Reihe von bildenden Künstlern gegeben, nur die kannte man einfach nicht. Es ist sehr viel öffentlicher geworden und da hat sich so einiges verändert. Also die, ich sagte ja schon, so eine abschätzende Wirkung, Bewertung. Da war aber ein Direktor eines größeren ostfriesischen Museums, der wurde gefragt, warum in seinem Haus da keine Ostfriesen gezeigt würden. Dann sagte der, das wäre eine Frage der Qualität, eine Unverschämtheit. Ich habe ihn sofort angeschrieben, lade ihn sehr herzlich ein, zu mir mal zu kommen. Er sei vielleicht nicht so ganz informiert über die Vielfalt und die Qualität der regionalen bildenden Kunst hier. Ist nie gekommen. Ich habe dann kurze Zeit später mal seine Chefin gesprochen, also ich versuche zu abstrahieren, die mir dann sagte, er hat auch so viel zu tun, der hatte da wohl auch nie vor. Das ist weg. Ja. Da hat sich sehr viel getan. Ja. Und da sind wir so ein bisschen auch stolz darauf, meine Frau schon und ich jetzt natürlich auch, dass wir da so etwas zu beigetragen haben. Ich habe ja mit der Sammlung versucht natürlich, sie unterzubringen. Meiner Frau und mir hat ja immer vorgeschwebt, wir machen ein Museum. Das ist natürlich absolut nicht machbar. Aber wir haben dann doch versucht, doch irgendwie einen Ort zu finden für die Sammlung, aber nicht nur für die Sammlung, sondern eben auch für die zeitgenössische bildende Kunst. So etwas gab es nicht und wir sind dann ja zum Glück in Kontakt gekommen, guten Kontakt gekommen mit dem Ostfriesischen Landesmuseum und die hatten zwar immer ein bisschen regionale Kunst, aber nur nicht nennenswert und also nennenswert schon von den Bildern her, die sie hatten, aber keinerlei Übersicht über diese Vielfalt und
Ja, und sind dann dazu gekommen, die Stiftung mit dem Landesmuseum und der Stadt Emden und der Kunst, dem Kunstverein, dem Emder Kunstverein, diese Stiftung zu gründen und dann eine ständige Ausstellung von regionaler bildender Kunst dann zu haben und zu machen. Da ist eine eigene Abteilung eingerichtet worden und da musste dann auch mal ein Teil davon aus meiner Sammlung sein, aber das Landgericht hatte einige Bestände. Und das ist also etwas, was sehr gut angekommen ist, um das Ganze vorzubereiten. Auch das hat ja die Einrichtung dieser eigenen Abteilung, dieser eigenen neuen Galerie mit Namen, hat einige Kosten verursacht. Da musste also auch der Rat der Stadt Emden, die finanziell da aufkommt, ja für das Landesmuseum, da gewonnen werden. Deswegen eine Ausstellung zunächst 2011 nur aus meiner Sammlung. Eine Ausstellung, die knapp 10.000 Besucher angezogen hat. Da merkte man also, das Interesse ist da. Ja. Und das hat sich darüber, auch über das Landesmuseum, aber dann eben auch, habe ich das Gefühl, sind auch andere Einrichtungen, wie etwa der Ostfriesische Kunstkreis oder der vielleicht schon länger besteht, aber mutiger geworden. Diese Einrichtungen wie die Haarlemwoche, ja, auch diese, auch wenn das nicht unbedingt alles professionelle Kunst ist, hat immer weitere Kreise gezogen. Und inzwischen sind in vielen Orten Ausstellungen, sind Kunstvereine entstanden. Und ja, als wenn man so sagen wollte, da hängen Bilder da, solche haben wir auch, die hängen da im Museum. Wir brauchen uns der Bilder, die wir haben, nicht mehr zu schämen. Ja, ja. Wir gehören mit dazu. Ja, ja. Und das ist doch anders geworden in den letzten Jahren. Das muss ich schon sagen. Der Stellenwert der regionalen Kunst hat sich, denke ich, deutlich verbessert. Zu einer regionalen, ich sage noch mal, zu einer regionalen Kunstszene oder Kunstlandschaft gehören ja auf der einen Seite natürlich die aktiven, kreativen Künstler, auf der anderen Seite natürlich aber auch diejenigen, die sich für die Kunst interessieren, zum Beispiel als Sammler, aber als Experte, als Kurator in einem entsprechenden Museum oder wo Veranstaltungen, Festivals oder dergleichen mehr veranstaltet werden, könnte es sein, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte auch das Augenmerk der Öffentlichkeit für das, was an Kunst und Kultur in der Region vorhanden ist oder was möglicherweise auch von außerhalb in die Region hineinkommt, da gibt es ja auch so einen Wachstumseffekt, glaube ich, aber dass es auch dort auf der Seite auch so eine Art von Wachstum, qualitativen Wachstum gibt, also dass es Sie und das Lexikon gibt zum Beispiel, kann ja kein Zufall sein. Sie sind ja, glaube ich, durchaus ein Zeichen dafür, dass sich Interessierte mehr um diese Dinge kümmern und dass deswegen auch der Scheinwerfer auf diese Kunst gerichtet wird und nicht nur auf die große, nationale, internationale Kunst. Ja, es hat sich auch insofern verändert, als man oder dass viele auch Interessierte, die das früher vielleicht sich nicht so getraut haben, mutiger werden, nicht? Ja. Auch selbst zu urteilen. Ja. Das sind Sachen, die finden wir gut und erwerben wir oder Ausstellungen werden eigentlich immer auch hier recht gut besucht. Da haben Sie auch Ihre eigenen Erfahrungen. Ja. Natürlich nicht unbedingt in der Woche, aber so bei bestimmten Anlässen dann schon. Aber wenn ich schon mal, was ich gerne mache, eigentlich früher immer so einmal im Jahr nach München gefahren bin, da ist man manchmal im Lehnbachhaus auch vormittags ziemlich alleine. Ja, ist natürlich mal ein bisschen schon was mit bildender Kunst. Man muss das einfach sehen. Interessen der Menschen sind vielseitig und die bildende Kunst, die mich sehr fasziniert, muss andere Leute nicht in dem Maße faszinieren. Aber viele trauen sich jetzt auch. Ja. Nicht, dass man, wenn man so ein Bild hier sieht, es auch erwirbt, hinhängt in die Wohnung und nichts dagegen hat, wenn jetzt mal einer fragt, von wem ist das denn eigentlich? Ja. Ja. Und da hat sich, glaube ich, schon einiges,
einiges verändert. Sie sagten, Ihre private Sammlung umfasst ungefähr 600? Damals. Damals. Ja, heute sind wieder, diese Sammlung ist ja ganz im Landesmuseum und ich habe inzwischen wieder etwa 150 Arbeiten dazu erworben. Was ist denn, was ist denn das Kriterium gewesen, wie Sie sich für den Kauf eines Werkes entschließen? Ist es die Vollständigkeit Ihrer Sammlung oder ist es das individuelle Motiv? Ist es der Künstler, ist es der Name? Ja, also diese Motive, diese denkbaren Motive kommen eigentlich schon zusammen. Ich habe auch jetzt immer natürlich den Blick darauf, dass ich Lücken habe in der Sammlung, wo das doch der ein oder andere Maler, Malerin nicht vertreten ist oder nicht ausreichend vertreten ist. So etwas natürlich oder überhaupt noch nicht, eine bestimmte Richtung noch nicht erfasst ist, sowas gibt es. Das ist die Vollständigkeit. Aber natürlich auch, wenn ich von einem Künstler ein sehr interessantes Bild sehe, dann versuche ich da auch das zu erwerben, auch wenn ich schon etwas von dem Künstler habe. Andererseits ist es schon so, dass ich auf einigen Gebieten doch sehr gut die Sammlung besetzt ist. Ich muss nicht so etwa 10 Gemälden von Klein von Diepold jetzt noch ein 11. oder 12. erwerben. Da gehe ich auch lieber an unbekannte Leute, auch an junge Leute heran, für die es auch ein Ansporn sein kann, dass man sieht, ja, also es gibt auch Interessenten, die auch mal Bilder erwerben. Das Erwerben ist nämlich schon auch für einen Künstler ganz wichtig. Wenn jemand eine Ausstellung hat und da geht einer so durch, der sagt leicht mal, Meister, tolle Arbeiten und so und geht wieder. Aber wenn man ein Bild kauft, dann bringt man damit ja zum Ausdruck, dass die Arbeit so schätzt, dass man sie erwerben will und dafür auch noch Geld ausgibt. Das ist gut. Manchmal bin ich auch von Bildern begeistert und kann nicht alles erwerben, das ist natürlich auch klar. Aber es ist immer so für den Künstler, der oft das Geld durchaus benötigen kann und jedenfalls gute Verwendung dafür hat, schon von einer gewissen Bedeutung. Aber es geht darüber hinaus. Der Käufer bringt zum Ausdruck, dass es ihm wirklich, dass es nicht Gerede ist, dass es wirklich etwas ist, was ihn interessiert, so, dass er es haben möchte. Und das bringt auch, sagen wir, die Kontakte auch zu den Künstlern dann, weil die auch halt eben auch merken, dass es einem echt darum geht, so ein Bild zu haben für die Sammlung. Gut, man könnte es auch Kunstmarkt nennen. Es gibt ja auch den Kunsthandel, der nicht unbedeutend ist in Deutschland. Wie weit geht denn die regionale Kunst nach Ihrer Beobachtung in Richtung experimentell? Ausprobieren neuer Ausdrucksformen, sei es jetzt technischer Art, Video, was halt gar nicht mehr so neu ist, digitale Kunstformen, was das Allerneueste wäre, aber auch sagen wir mal, andere Darstellungsformen, Installationen, oder Performances und dergleichen, was jetzt nicht unbedingt so einen zeitlichen Ewigkeitswert hat, wo so situativ etwas entsteht. Wie sehen Sie das Verhältnis der regionalen Kunst zu all dem, was in den letzten 30, 40 Jahren so experimentell an ganz moderner, neuer, gewagter Kunst entstanden ist? Ja, also da würde ich schon sagen, dass das hier so klassische alte Formen sind, die im Vordergrund stehen. Ja. Die gerade so experimentelle Kunst, die gibt es hier ja praktisch nicht auch. Es wird immer mal wieder versucht und natürlich wird mal in einer Ausstellung auch mal irgendwo läuft ein Videogerät und so etwas. Aber ausgesprochene Künstler dieser Art, also haben wir eigentlich nicht. Das ist auch ja mehr eine Sache von jüngeren Leuten, die jüngeren Künstlern, die damit anfangen. Und die sind ja oft, die kommen oft ja nicht jedenfalls nicht gleich wieder zurück nach Ostfriesland, später vielleicht mal. Ja. Die sind am liebsten in der doch ja in städtischen
wo die gerade die, diese modernen Dinge auch so von Bedeutung sind, hier wird man wirft man mal einen Blick hin und sagt, mein Gott, was es nicht alles gibt. Aber im Grunde ist das auch vom Betrachter her, übrigens auch, ich selbst sehe das auch so, manchmal doch etwas mit gemischten Gefühlen. Ich bin gelegentlich mal in der Kunsthochschule in Hamburg, meine zweite Frau hat dort auch studiert und dann gehen wir schon mal am Tag der offenen Tür dahin. Da bin ich natürlich immer wieder überrascht, aber auch entsetzt, was dort so als Kunst gemacht wird. Also ich schätze mir und ich glaube auch, das ist, kann man wohl sagen, das ist in einer solchen, in der Region schon, wenn man nicht gerade schon eine pulsierende Stadt ist, aber so eine ländliche Region wie hier, da nicht so ankommt. Also das ist, spielt hier im Grunde keine Rolle und ich kann auch mit vielem dann auch absolut nichts anfangen, aber bei mir, man hat so seine Vorstellungen, bei mir ist Kunst eher wie etwas Ernsthaftes und Heiliges wäre jetzt übertrieben, aber doch sehr Ernsthaftes und diese Spielereien, die da zum Teil, die nur gemacht werden, weil es technisch geht oder dass man mit dem Computer irgendwas Figuren ausdruckt, die übrigens auch ein anderer genauso mit dem Programm ausdrucken könnte. Also da habe ich Schwierigkeiten, das so unter dem Begriff der Kunst zu fassen und da bin ich sicherlich nicht alleine. Aber sagen wir mal, mit dem würden Sie so weit gehen zu sagen, dass seinerzeit als Emden sich entschieden hat, Ihre Sammlung zu übernehmen und jetzt zu präsentieren, dauerhaft, dass damit gewissermaßen so eine Art von Eis gebrochen war für die regionale Kunst, dass jetzt die regionale Kunst tatsächlich wahrgenommen wird und auch eine Stimme hat, zu der, denke ich mal, Sie auch gehören, als Person auch gehören, mit Ihrer Veröffentlichung und sowas, dass die regionale Kunst Stimme hat, dass sie Anwälte hat und dass sie jetzt einfach ganz selbstbewusst auch ihren Stellenwert einnehmen kann. Also das würde ich schon sagen. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Das Landesmuseum hatte immer schon einige bedeutende Bilder, aber Gemälde ebenso von Klein von Diepold oder Poppe Volkerts. Aber im Grunde war denn das Wichtigste da die alte Galerie, das waren dann so die Backhäusens. Und das waren natürlich die Kostbarkeiten des Museums. Das andere lief so mit. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, es ist eben nicht nur Champions League, hätte ich fast gesagt, sondern es ist sehr viel breiter geworden. Und das hat schon einen Durchbruch, denke ich, bewirkt. Und dass man da so ein bisschen zu beigetragen hat, aber eben, ich sagte das ja schon, andere natürlich auch, so die Rietzeler Woche beispielsweise, die ganz wichtig war, die ja schon seit langem, seit irgendwie den 30er Jahren schon angefangen hat, dort auszustellen und so. Das hat sich doch sehr verbreitert. Und da ist sicherlich das Landesmuseum, die neue Galerie jetzt, dass also diese regionale Kunst und auch die, nicht nur der ganz großen Namen, dass sie museal geworden ist, das ist ich glaube, schon ganz wichtig. Worin würden Sie denn heute die wichtigste Aufgabe für diejenigen sehen, die, so wie Sie, sich um die, für die Resonanz für die regionale Kunst bemüht haben? Was wäre jetzt der nächste Schritt? Wäre das Konsolidierung oder gibt es da noch so etwas wie einen Entwicklungsschritt, den man gehen könnte? Worin könnte der bestehen? Ja, darüber habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Es würde mir auch jetzt spontan da nichts so einzufallen. Vielleicht könnte man heute sagen, noch eine größere Präsenz in den Medien vielleicht, aber die ist schon doch da. Es ist ja relativ einfach heute für einen Künstler über seine
Homepage da irgendwie auch sehr viele Bilder, Abbildungen einzustellen. Also auf dem Gebiet kann man museumsmäßig nicht mehr leisten. Das ist ja unendlich. Deswegen sind im Lexikon ja auch keine Abbildungen, weil einfach mit einer Abbildung wäre es nicht getan, um einen Künstler zu zeigen, muss man oft doch eine Reihe von Abbildungen haben, weil er ja unterschiedlich arbeitet, unterschiedliche Techniken vielleicht auch hat, unterschiedliche Themen ohnehin. Und das kann auch ein Museum nicht leisten. Aber das haben wir da. Also diesen Schritt braucht das Museum oder so die öffentliche Seite dieser Förderung der regionalen Kunst eigentlich nicht zu leisten. Wie sehen Sie den Aspekt Nachwuchs? Haben Sie da das Gefühl, dass genug junge Leute, kunstinteressierte Leute auch nachkommen, die auf dem einen oder anderen Niveau, sei es als Hobbymaler, sei es als Professionelle, auch dann das fortführen, was Sie hier in Ihrem Band dokumentiert haben? Ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem. Hier in dem Lexikon sind richtig junge Leute also praktisch nicht vertreten. Natürlich ist es ein Problem, man kann nur ganz selten mal, sagen wir, einen 30-Jährigen oder eine 30-Jährige beurteilen. Das hat sich noch nicht konsolidiert. Man muss doch eine längere Entwicklung sehen, auch ein Gesamtwerk nachher sehen. Also das ist so eine Sache. Aber es gibt natürlich, auf den Kunsthochschulen sind ja eine Unmenge von Leuten, also von Studenten, nicht? Also viel zu viel, nicht? Da muss ein großer Teil Taxifahrer von werden. Das ist ja wirklich, das muss man einfach so sagen. Zum Beispiel auch in der eigenen Verwandtschaft, junge Leute habe, da sehe ich auch, mit welchen Problemen diese jungen Künstler zu kämpfen haben. Aber das ist also bei den Künstlern schon mal der Fall. Und wer wirklich erfolgreich sein will, als junger Künstler sich durchsetzen will, der bleibt in den Städten, wo Galeristen sind, wo ein ganz anderes Kunstleben ist. Und auf der Interessentenseite, da ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das Interesse ist zwar sehr geweckt, aber das ist ein Interesse, das schon vorhanden war. Das wird sich nie mehr so sehr viel ausweiten, weil jüngere Leute da auch nicht so dazukommen. Also ich meine, ich habe ja auch schon als junger Mensch schon so einige Originale besessen, so etwas. Heute haben die jungen Leute Poster oder so etwas. Ja. Nicht? Also aber das ist eine ganz allgemeine Entwicklung. Ich weiß nicht, wie in unserem Kunstverein im Norden, in dem ich lange war, was das gedauert hat, ehe wir als unser langjähriger Vorsitzender dann noch mal endlich aufhören wollte, da einen Nachfolger zu finden. Nicht? Verjüngen konnte man den Vorstand da ohnehin nicht. Und wir waren also hatten doch im Vorstand ein beachtliches Durchschnittsalter. Aber junge Leute, man findet immer mal den einen oder anderen. Ja. Aber dass man so eine ganze Generation noch anspricht, die Jüngeren, das sind andere Interessen heute geworden. Ja. Und so ein bisschen, das war auch für mich auch mit ein Grund. Ich kenne ja oder habe eine ganze Reihe von Künstlern gekannt, mit einigen war ich befreundet, die nicht mehr, die vielleicht vor 10 Jahren verstorben sind. Bedeutende Künstler in meinen Augen und auch zu ihren Lebzeiten sehr angesehen, aber nach 10 Jahren vergessen sind. Nicht? Mhm. Also das ist, heute ist das eine andere Zeit, glaube ich, und jüngere Leute anzusprechen. Das ist so schwierig, das werden Sie hier in dem Ostfriesischen Kunstkreis wahrscheinlich, das haben aber alle Vereine. Das haben alle Vereine, mit Ausnahme vielleicht von Sportvereinen, aber alle anderen, jeder Gesangsverein und so, hat das Problem. Das ist natürlich diese allgemeine Veränderung der Zeit, hat natürlich auch auf die bildende Kunst, auf deren Interesse und also in der Öffentlichkeit und so, bei den jungen Leuten ja doch auch, glaube ich, die Veränderung der Zeiten doch großen Einfluss drauf. Aber die gute Nachricht ist,
Sie haben mir neulich am Telefon verraten, dass Sie ja noch ein großes Projekt, Buchprojekt in Planung haben. Ja. Reden Sie darüber schon öffentlich oder nur privat am Telefon? Eigentlich mehr nur privat, aber es reizt mich immer mehr. Das ist ja also ein begeisterter Soldat gewesen, um es den da geht. Und da habe ich jetzt im Bayerischen Staatsarchiv, Abteilung Kriegsarchiv, seine vollständige Personalakte als Offizier herausgefunden. Das ist natürlich für einen, das ist ja ein Goldfund, hätte ich fast gesagt, so etwas. Ja. Nein, ich arbeite schon weiter. Ich habe so einen Tag, an dem ich nicht am Schreibtisch, und ich mache ja nur noch Kunst, regionale Kunst, an dem ich nicht am Schreibtisch mich irgendwie damit befasst habe, das ist für mich kein richtiger Tag gewesen. Darf ich Sie denn als letzte Frage vor laufender Kamera fragen, ob Sie bereit wären, im kommenden Jahr, wenn der ostfriesische Kunstkreis 45 Jahre alt wird, ist nicht so das goldene Jubiläum, aber immerhin 45 Jahre, ob Sie dann vielleicht mal wieder zu uns in die Pöldemühle kommen würden und einen Vortrag über regionale Kunst halten würden. Das kann ich wunderbar. Gerne machen. Dann wunderbar. Ja, freue ich mich jetzt schon drauf. Dr. Bockwald, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für die Auskünfte. Ich habe eine Menge gelernt über das, was Sie sich in den letzten Jahren über regionale Kunst angeeignet haben und was Sie Gott sei Dank mit uns teilen, indem Sie die Bücher veröffentlichen. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihr Projekt, das Sie jetzt gerade auf dem Schreibtisch haben, auch zum Erfolg kommt, zum Abschluss. Und vielleicht reden wir ja im nächsten Jahr schon darüber oder über etwas anderes. Prima. Haben Sie vielen Dank. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen auch und ich wünsche auch vor allen Dingen dem Ostfriesischen Kunstkreis alles Gute. Danke, wunderbar. Ich danke, dann wünsche ich euch alles Gute und wir sprechen uns wieder, wenn es wieder heißt. Mit Kultur jetzt lebendig. Tschüss.